Das Emaillierwerk in Fulda stellt aus nutzlos gewordenen Stahlhelmen nützliche Siebe her. Zunächst wird der Stahlhelm umgepresst. Dann werden Unebenheiten ausgeglichen und die Ränder entfernt. Vom Stahlhelm ist nicht mehr viel übrig geblieben. Zum Schluss das Emaillieren. Das Werk verarbeitet Tausende von Stahlhelmen. Daneben werden dringend benötigte Haushaltgeräte wie Töpfe, Pfannen und Schüsseln gefertigt. Zunächst nur für Ausgebombte und Flüchtlinge. Die schwersten Kriegsschäden wurden ausgebessert. 500 Arbeiter sind heute wieder im Werk beschäftigt. Langsam, aber stetig erhöht sich die Produktion.